So, willkommen zu diesem wundervollen Stream, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's alle super gut. So, ich bin endlich mit Arbeiten fertig. Und ja. Hallo Mason. Hi, wie geht's dir? Hi. aufgeregt? Weil? Wegen Sonntag. So. Was machst du gerade so? Ich bin gerade mit Henry unterwegs. Ach so. Und du? Bin gerade erst aufgestanden. Also ich werde jetzt gleich mal durch die Tür gehen. Okay, und dann? Weiß ich noch nicht, wieso? Na nur so. So. Okay. Ja, ich will euch auch gar nicht weiter stören, ne? Wollt mich Ja, nochmal alles melden. Gut, alles gut. Jo. Bist du wieder nüchtern? Was? Ob du wieder nüchtern bist? Alter, das war vor 2 Tagen, am Montag. Ja, kann ja sein, dass es länger braucht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich interpretiere das mal als ja. Ja. Denk schon, dass ich nüchtern bin. Okay. Noch. Übertreib's nicht, okay? An dem Tag, ne, ich war so, ich glaube, ich kann mir noch dunkel erinnern, dass ich geschwimmen war. Du hast gestern, glaube ich, geschrieben. Nee, ich war bei der Feier, wo wir Alkohol getrunken haben, sogar noch schwimmen danach. Weiß nicht, wieso ich schwimmen war, aber ich glaube, ich war auf jeden Fall schwimmen. Okay. Nun ja. Aber ich habe es überlebt. Bin nicht ertrunken. Ja, dein Glück, ne? Ja, nun, Dein Glück. Soll ich sagen, ne? Es war ein sehr spannender Abend. Aber Glaub ich dir. Hibiko hat mir die ganze Zeit Shots zugesteckt, was soll ich machen? Ich wollte eigentlich nach Hause fahren, aber das hat sich damit erübrigt, dass ich nicht mehr gerade ausgehen konnte. Super, ja, ja, ich glaube, ja. Es wird jetzt gleich noch schlimmer. Warum? Ach, Digga. Ja, Hibiko trinkt gerade, glaube ich, wieder. Oh. Oh mein Gott. Ja, dann kümmere dich mal um sie. Ich bin dabei. Super. Okay. Ja, tschau. Meld dich. Jo. Gut, tschüss. Oh mein Gott! Hab schon wieder fast eine Laterne geküsst. So, bitte mal die Ampel.
Lene, willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mein Tag war arbeitsreich, würde ich mal behaupten, ne? Und deiner?
Was machst du für Sachen? Jetzt sitzt sie doch nur. Was ist los? Ist doof. Was? Dann ist doof. Was ist alles so doof? Alles. Wie alles? Alles. Was? Lars hat seine Notfallkontakte bearbeitet oder was? Und hat dich rausgenommen. Auch, ja. Und irgendwen, den ich kenne, hinzugefügt. Und diese andere Person hat ihn eine Stunde später auch hinzugefügt. Ja und? Ich dachte, das Lars-Thema ist durch. Dachte ich Das ist auch. Lars ist Lars, du bist du. Du hast deine eigenen Interessen und Lars hat seine Ziele nicht auf dich gesetzt, sondern auf seine Arbeit. Also wüsste ich nichts, was man da hinterher trauern kann. Geschlafen, mir ging es heute nicht so gut. Oh, das ist doof. Aber ich hoffe, dir geht es jetzt wieder besser. Ja. Aber mach dir da nicht so viele Gedanken. Nur weil er dich von Notfallkontakten rausgenommen hat, ist ja. Das ist der Grund, wieso du jetzt betrunken bist, oder gibt es da noch mehr? Hast du vom MD schon was bekommen? Ich kann noch mal schauen, ob ich noch nichts da. Stimmt, ich muss auch mal schauen, ob ich eigentlich eine E-Mail bekommen habe. Nö, nichts. Okay, ja. Auch noch keine E-Mail bekommen. Meine Güte. Und ich bin richtig doof, Alter. Ich habe mir am Sonntag die Termine relativ knapp gesetzt. Um 19 Uhr ist die Beerdigung und um 18:30 Uhr habe ich ein Bewerbungsgespräch. Das geht doch nur. Ja, auf jeden Fall, wie lange. Also eigentlich sollte man vorher dort sein, bei der Beerdigung. Bin wieder super im Terminplan. Verdammt, wird schon das Gespräch, Werbungsgespräch nicht laufen. Naja, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Meins hat eine Viertelstunde gedauert. Beim Arschloch hat meins auch ungefähr 10, 15 Minuten gedauert. So. Aber da ja. Was ist sonst noch los bei dir, dass du jetzt hier betrunken da sitzt? Dass ich wahrscheinlich arbeitslos bin. Also nicht nur wahrscheinlich, ich bin halt gerade arbeitslos. Ja, aber das ist ja nur vorübergehend. Du wirst schon beim MD Sagt genommen. wer? Sagt wer? Was sag ich? Ich habe da sehr viel Vertrauen drin. Ich wüsste keine Kriterien, warum die dich nicht nehmen sollten. Mein Charakter? Wie dein Charakter ist super. Nö. Ja, doch. Nö. Doch. Jetzt würde ich nicht die ganze Zeit so viel Mist machen. Was für Mist hast du denn gebaut? Waschservice gekündigt. Was ist daran jetzt Mist bauen? Das ist dein gutes Recht gewesen und deine Entscheidung, sag ich mal. Das war auch eine plausible Erklärung. Jeder muss neue Wege einschlagen. Mache ich auch. Und bin ich deswegen jetzt auch ein schlechter Mensch? Nein. Siehst du? Also bist du auch kein schlechter Mensch.
Also wie gesagt, mach dir da deswegen lass nicht so viele Gedanken. Und ich habe was mitgebracht, was dich vielleicht ablenkt. Ich habe hier eine Ente für dich. Oh. Dankeschön. Bitte. Also auf der Gedanken zu machen und genieß die Zeit, wo du noch Privatleben haben kannst, wenn du nicht in einer Behörde arbeitest, was sich ja ändern wird. Ich würde gerade die bearbeiten, würde mich bestimmt auf andere Gedanken bringen. Das ist richtig, aber ist auch mal gut, sag mal, Zeit für sich zu haben, ja? Oder allgemein Zeit für sein Privatleben. Muss ja nicht jeder wie Lars sein. Also wie gesagt, aber wir hören jetzt mit dem Last-Thema auf und mit dem MD-Thema. Wird sich alles legen und super. Was hast du heute sonst Schönes gemacht, außer getrunken? Gar nichts, ich bin durch die Gegend gefahren, saß eine Weile am Pier. Ja, ist doch auch schön. Wie viel hast du eigentlich getrunken oder was hast du eigentlich getrunken? Tequila eine Flasche. Auf einmal oder wenigstens aufgeteilt? Aufgeteilt. Okay, bin ich zumindest schon mal dahingehend stolz auf dich. Ah, ich hab mich. Oh, Scheiße. Ich hab mich gerade angehauen. Ruf einen Rettungswagen. Ah, das tut weh. Aua. Achso, und jetzt kann ich deine Nachricht auch lesen. Die Kleine geht morgen irgendwie den Amtskram rumbekommen. Den habe ich diese Woche Ruhe. Ja, schön. Zu weh. Ja. Nun. Willst du Sushi? Nein. Willst du einen Eistee? Nein, gar nicht. Des Wunsches glücklich, sagst du. Total. Super. Hat mir jetzt gegeben. Super. Und bin ich jetzt doof? Darum, wo du hier sitzt. Warum bin ich jetzt doof, weil ich hier sitze und mit dir Zeit verbringen möchte? Soll ich gehen oder was? Nein. Also warum bin ich jetzt doof, warum ich hier sitze? Weißt du, weil ich hier sitze oder sowas? Nur aus Prinzip. Ah ja, verstehe. Das macht natürlich Sinn. Brumm, brumm. Ich habe noch immer ein Post-it, wo mein Name draufsteht. Warum auch immer, erstmal zerreißen. Ja. Einfach nur dein Name stand.
Ja, das war noch vom Bootcamp, glaube ich. So. Geht eigentlich auf Venture so ab. Jetzt liegst du da. Mir fühlt sich irgendwie gerade angenehmer zu sitzen. Verstehe ich, wenn man eine Flasche Tequila intus hat, glaube ich das gern. Bin dafür, wir gehen mal joggen, dann kommt der Tequila auch wieder raus. Ich will eigentlich nicht noch mal ins MD heute. Was? So MD. Hä? What is Mord oder was sagst du? Ja, besonders wenn man betrunken ist. Ja, nun. Du machst Sachen, ja. Machst mich fertig. Oh mein Gott. Oh, was? Nun, Janus ist mit Henry unterwegs. Super, ein Problem weniger. So, wenn die zwei sich auch betrinken. Die Janus trinkt nicht, das weiß ich. Wenn der trinkt, muss jemand wirklich gestorben sein. Also, er ist nur nervös. Weiß. Ich kenne Janus dafür schon zu lange und zu gut, dass ich weiß, dass er das nicht macht. Okay. Und soweit vertraue ich ihm auch, dass er mir seine Probleme sagt, was er bis jetzt auch immer gemacht hat, da ich sein bester Freund bin. Gehe ich mal davon aus, dass er mir das sagt. Ansonsten kann er sich eine Stammhocke anhören. Dann stecke ich ihn erstmal Hast du für mir eine gerade Woche in keine sein SMS Zimmer. geschrieben, oder? Ich? Wieso soll ich dir eine SMS schreiben? Will nicht. Ich habe ein SMS bekommen. Klar, ich schreibe dir eine SMS, obwohl ich nehme das jetzt. Das macht natürlich Sinn, ne? Keine Ahnung. Du bist dumm. Hey. Oh, schmolzt du jetzt? Ja. Gut. Ich war Gut. jetzt sehr. Hey. Oh. Armes Hibiko. Tust mir fast leid, wenn du schmollst. Wenn du zum Glück noch hast. Ach ja. Habe ich dir schon erzählt, welchen Schlüsselanhänger ich habe? Ich glaube nicht. Am Biber. Oh. Wollte eigentlich ein Motorrad, aber das gab's nicht. Jetzt habe ich einen Biber genommen.
Hast du eigentlich mein neues Tattoo schon gesehen? Kommt davon, wo? Rücken. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass du es gesehen hast. Hab ich ja schon gezeigt. Mein Schriftzug. Wann habe ich es gemacht? Gestern habe ich es gemacht. Dann Oder nein. vorgestern. Ja, ne? Ja. Wow. Die rasten gerade komplett aus mit den Preisen, ne? Die wollen jetzt bei jedem Tattoo pro Sitzung, egal welches Tattoo, $600. Geht doch voll. Geht voll. Für so ein kleines Tattoo, eine Sitzung, egal wie lange, wenn es auch nur 15 Minuten sind oder 30 Minuten, das ist aber fucking $600 los. Wenn es so ein kleines Tattoo ist, das ist absolut krank, ey. Ich habe für meinen auf den linken, nee, rechten Unterarm auch 100 bezahlt. Das ist relativ klein. Also für das am Rücken, was ich gerade gezeigt habe, habe ich noch den alten Preis für $450 bekommen. Weil es ja eine Terminausmachung von Blazing noch war. Aber mein Tätowierer hat gesagt, der setzt sich dafür ein, dass die Preise wieder runtergehen. Weil das ist, ja. $600, weißt du, wie lange ich da arbeiten muss, ey? Ist länger als, wenn ich, sind es 12 Stunden oder so. Ich rauche mal eine. Klingt gut. Junge. So, hi. Wanna wait to help me? Achso, ihr seht ja schon wieder nicht, was ich für Dings habe, ne? Ey, Kleene, ne? Wie fandest du es eigentlich jetzt letztens wegen dem Current Song Ding? Kann ich das da lassen oder soll ich das woanders hinpacken? Dann frag mal. Nee, rum, rum. Willst du heute gar nicht arbeiten? Wüsste nicht, was ich da jetzt noch soll um die Uhrzeit. Hm? Es ist doch erst 22 Uhr. Ja, keine Ahnung. Bin derzeit nicht so motiviert, in die Arbeit zu gehen. Willst du mich schon loswerden oder was? Was? Nein, würde ich nicht. Dann.
Dann weiß ich nie, was passiert, wenn ich das nächste Mal Stark werde. Ich glaube auch Was nicht, dass sollte schon Stark. passieren? Hä? Was sollte passieren? Dass ich ihm aufs Maul hau. Warum? Er mich abgestochen hat. Oder angestochen, kann man so. Weißt du nicht, dass wir das Ganze noch wieder schlimmer machen? Nun, das ist das Problem von Zukunftsmessen. Rum, rum. Rum, rum. Und geht's dir schon besser? Ja. Nö. Gleich. Ja. Also zumindest nicht, was mein Alkoholpegel angeht. Nun, den kann ich nicht beeinflussen, du. Nicht? Nee. Doch, ich könnte dir Blut abzapfen, aber ich glaube, das geht dann auch in an. Also, ich glaube, das ist nicht so gut dann. Das Nö. würde zwar deinen Alkoholspiegel senken, aber auch deinen, ne? Das wäre, glaube ich, auch nicht so gesund. Komm rum. Line, lebst du noch oder bist du schon eingeschlafen oder was ist los hier? Marina, wo ist mein Name? Was guckst du so? Bist du? Wieso Musst bin du mal ich? alles kommentieren? Wieso muss ich? Ja, hallo, ist meine Aufgabe hier. Recht.
Ja. Muss hier wichtige Sachen kommentieren, ja. Oder willst du die ganze Zeit stillschweigend hier liegen? Vielleicht. 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 Das heißt, also, muss ich schon deutlich ausdrücken. Soll ich jetzt mein Maul halten Ja. oder was? Sag das einfach, wenn ich ruhig sein soll. Soll es nicht ruhig sein? Was jetzt? Ich darf nichts kommentieren, aber ich darf auch nicht ruhig sein. Also jetzt verwirrst du mich, ne? Habe ich gesagt, du sollst nichts kommentieren? Es kam so rüber, deine Aussage. Es war einfach nur ein Fakt, dass du alles rentieren musst. Ja, hört es sich so negativ an. Sollte es nicht sein, tut mir leid. Lass dich nicht immer entschuldigen. Hast du gerade wieder tut mir leid gesagt? Ja. Wow. Du hörst auch nicht auf das, was man dir sagt, ne? Einfach nicht. Oh mein Gott. Frauen, ey. Muss man nicht verstehen, oder? Tut mir leid. Alter. Oh mein Gott, ich bin fast pleite. Will ich. Meld bald Insolvenz an hier, ey. Wie viel verdient man eigentlich als Rettungssanitäter? Weiß ich nicht. Hast du es nicht gefragt? Nö. Werde ich schon sehen, wenn ich angenommen werde. Du wirst angenommen. Kasimir scheint es zu wissen, aber er darf es mir nicht sagen. Nun. Also. Oh, Okay. das ist ja auch mal. Du wirst es erfahren. Mach dir mal keinen Stress drum. Dass ich es erfahre, ob oder nein, steht komplett außer Frage. Frage ist nur, wann. Wird schon kein Nein sein und wahrscheinlich morgen. Selbst wenn es ein Nein wird, was es wahrscheinlich nicht wird, gibt es immer noch tausend andere Berufe, die du machen kannst. Und was? Ja, das musst du herausfinden. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt einige Gehst du doch Berufe. laut? Oh nee, bitte nicht. Da willst du Doch, nicht nur um hin. dich zu ärgern. Da willst du nicht hin. Warum willst du mich denn Einmal nur um dich. ärgern? Warum willst du mich Es ärgern? kann. Es kann. Ich glaube, mit den Leuten willst du nicht zusammenarbeiten. Das ist reinste organisatorische Horror. Ich habe schon mal so halt mit Phil zusammengearbeitet, also wieso nicht? Ja,
Dann müsstest du wissen, dass du nicht da arbeiten willst. Phil ist ein sehr großer Grund, warum ich dort gegangen bin. Phil ist kein CEO, er ist kein Chef, er ist einfach nur dabei. Er versucht irgendwie Chef zu sein, aber braucht trotzdem immer eine zweite Meinung, wenn er Sachen entscheiden muss, die nur er entscheiden kann. Dann ist doch nichts schlimm, gerade bei kleinen Unternehmen. Naja, aber das Problem ist, wenn er Einsatzleitung hat und eine wichtige Frage kommt, die man jetzt beantwortet haben muss, und dann kommt, ja, aber ich muss noch warten, bis der da ist, damit ich ihn fragen kann, wie er das sieht und ob er dazu stimmt, weil bla 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 bla. Und vor allem auch, wie es mit dem Co-CEO David war, der jetzt dort nicht mehr arbeitet, aber wie ich noch da war, war er halt da, und da hat er immer die aber können nicht selbstständig arbeiten, das ist das Problem. Und sie sind absolut nicht organisiert. Das ist alles Übernehme einfach ich ein den Laden Durcheinander. da? Ja, das kannst du gerne machen. Dann wird da wenigstens mal was passieren. Ja, und zwar, dass ich den Laden gegen die Wand fahren würde. Nein, wieso? Du hast jahrelange Erfahrung in dem Bereich, also bitte. Ja, aber nicht, wie man ein Geschäft hat. Ja, das. Deswegen bewerbe ich mich ja auch nicht auf Hüftjob-Lizenz. Ja, da kommt man ja rein. Das ist ja, das kann man ja alles lernen, aber du bist lernfähig im Gegensatz zu Phil. Phil fährt das Unternehmen weiter gegen die Wand und nimmt auch keine Unterstützung entgegen. Meriwether bzw. Brain Hayden hat ihm so viel Unterstützung geboten und die hat er nicht angenommen. Genauso wenig wie von anderen Leuten hat er auch keine Unterstützung wollen. Yeah, more than you know. Boah, dieses Lied ist so Nostalgie. Hört man mich eigentlich im Stream oder? Ich dachte, ich bin nicht gemutet. Hört man mich eigentlich im Stream oder bin ich einfach gerade nur. Ignoriert mich jemand? Jeder. Ich fühle mich gerade echt verwirrt. Und niemand hört mich. Super. Denkst du gerade nach? Nö, irgendwie nicht. Irgendwie schaue ich nur auf deine Sonnenbrille. Warum? Was hast du gegen meine Sonnenbrille? Gar nichts. Eine Sonnenbrille so spannend oder was? Ja. Super. Oh, der Nachbar ist, glaube ich, da. Das ist nicht mein Nachbar. Ja. Das ist doch das Haus neben dir. Ich glaube, du hast aber noch ein Stückchen weiterbauen. Ja, keine Ahnung. Sehe ich im Liegen schwer. Nur eine Tür knallen gehört. Kennst du deine Nachbarn eigentlich? Nö. Ist doch dieser eine komische da, die gesagt hat, dass du deine Beine nicht trainierst. Das stimmt nicht. Trainiere meine Beine. Das kratzt an meinem Ego.
Meine Beine sind trainiert. Ich gehe fast jeden Tag joggen. Ja, nur fast. Jeden Tag. Willst du jetzt sagen, dass ich untrainiert aussehe? Nö. Hab schon verstanden. Ich merke schon, das ist eine Verschwörung gegen mich hier. Glaube ich nicht. Ist das so? Was ist das dann? Was meinst du? Was? Was meinst du? Wie, was meine ich? Ja, das meine ich. Was ist das? Ja, darüber, wo wir gerade gesprochen haben. Wir haben über einiges gesprochen. Ist das so? Ich habe sehr viel Stille gehört. Er fährt wieder weg. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Hast du einen Lieblingsstern? Irgendwie kein Lieblingsstern. Ja, noch hast du einen Lieblingsstern, wenn du in den Himmel guckst? Nö. Was? Warum nicht? Ist wichtig. Wird's mir eh nicht merken. Ja, deswegen sucht man sich ja jeden Tag einen neuen Lieblingsstern. Ich liege hier schon 3 Stunden. Ich habe nicht so unbedingt drauf geachtet, wann die Sterne rausgekommen sind. Wow. Sorry. Verletzt mich schon, ne? Ja, bin ich gut. Wow. Also wirklich, du bist echt der Hammer, ne? Es ist, bereit. Irgendwann, ne? Also, nee, nee. Du willst mich auch provozieren, ne? Ja. Ja, dann super. Bin ich gut. Das merke ich, dass du im Provozieren gut bist. Sehr schön. Super. I still want you. Und wie lange willst du heute wach bleiben? Bis ich einschlafe? Bis du einstehst, würdest du hier oben einschlafen oder was? Hätte ich nichts gegen. Aber ich? Also ich hätte nichts dagegen. Ja, aber ich nicht will, dass du hier oben schläfst. Und wenn der klaut dich noch jemand. Und dann? Ja, und dann bist du weg. Was soll ich dann machen? Weiß ich nicht. Was hast du vor mir gemacht? Ja, gar nichts. Gearbeitet jeden Tag durchgehend. Und mir die Probleme von Janus angehört. Und Abwechslung tut gut. Dementsprechend wäre es sehr doof, wenn du nicht mehr da wärst. Und bei wem soll ich mich sonst über die Arbeit auskotzen?
Kannst du bei jedem anderen auch machen? Nee, aber nicht jeder andere war Marshall und versteht das, was ich sage. Und ich bin auch, hab auch nicht jetzt so ein riesen Freundeskreis, dass ich jetzt sagen kann, okay, dem vertraue ich. Es gibt genau zwei Leute auf dieser Insel, denen ich vertraue. Okay. Of my life. Ich habe eine Nachricht bekommen. Und schau nach. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Das wird sich auch vermutlich in der nächsten halben Stunde nicht ändern. Bis eine halbe Stunde. Jetzt hätte ich. Wieso, wie halbe Stunde? Ja, die werden jetzt den. Also, das wird vermutlich noch dauern. Hab ein bisschen Geduld. Bisschen mehr Geduld, Miss Natra. Ja. Was? Keine Geduld. Jetzt musst du lernen.
Degrees, ey. Was guckst du? Hab eine SMS bekommen. So. Du bist doof. Warum bin ich jetzt wieder doof? Einfach darum. Dann bist du auch doof. Ich weiß. Hallo, so funktioniert das nicht. Warum nicht? Wenn ich sie nicht provozieren kann, dann bringt mir das nichts. Hallo. Schlimm bist du. Wenn du jetzt sagst, ich weiß, oh ne, dann... Alter. Machst mich fertig. Tut mir leid. Miss Nadra, unterlassen Sie dies jetzt. Das ist eine Anweisung. Okay, sorry. Ist frech. Geht gar nicht. Kann ich auch. Ich kann's besser. Auch wieder mal. Dafür kann ich das. Wow. Super. Ich hab dich gern. Nicht dich auch. Danke, dass du hier bist. Sehr gerne. Ich lasse dich nicht alleine, wenn du trinkst. Und deswegen machst du das auch nie wieder, wenn alleine trinken. Es ist zumindest nicht viel. Okay. Es ist. Warte ich, bis du da bist und dann trinke ich erst. Das kann ich noch irgendwo mit mir vereinbaren, ja? Lecker Sushi. Ja. Was bäh? Wow. Was bäh? Sushi ist super. Wow. Sushi. Nein. Sushi. Nein. Sushi. Nein. Sushi. Nein. Doch. Nein. Sushi ist super. Nein. Ey, du sollst nicht klettern. Hör auf zu klettern, wenn du betrunken bist. Machst mich fertig, ey. So viel wie ich will. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, ich kenne so viel wie ich will. Nein. Wieso fahren hier die ganze Zeit Autos lang? Hast du ein Problem damit, dass auf einer Straße Autos fahren oder was? Du wohnst an einem Highway. Ja, hab ich. Ja, dann. Oh. Ist wer? Hallo? Hallo? Was bist du? Hey, da ist doch alles jemand. Gut. Hi. Hallo, alles gut bei Ihnen, oder? Ja klar, ich hab gehört. Oh mein Gott. Ich hab nur jemanden gehört und dachte mir so, ich sag mal hallo. Ja, hallo. Hi.
Wie geht's Ihnen? Was machen Sie da auf dem Dach so? Das ist mein Dach, ich darf hier sein. Wie ist Ihr Dach? Sie wohnt hier. Ich wohne hier. Ja, ich wohne auch hier, aber deswegen ist das nicht mein Dach so. Ja, in dem Haus so. Super. Oder wohnen Sie da in der Garage? So ungefähr, ja. Das ist meine andere Haustür. Ja. Und wie geht's Ihnen? Erzählen Sie mal, wie war Ihr Tag? Weiß ich, was Sie das angeht, so? Ich wollte nur eine Konversation führen, tut mir leid. Ich mache nur Spaß, ich finde es sogar ein bisschen weird, um ehrlich zu sein, aber... Wieso? Wenn Sie, finden Sie das komisch, wenn Sie... Wieso denn? Hatten Sie das noch nie, dass Sie nach Hause gekommen sind, dass auf einmal irgendwer vom Dach Hallo runterschreit und Sie dann fragt, auf einmal, wie es Ihnen geht, so? Also, ja, mich interessiert nicht, Ihr Wohlbefinden. Passiert mir nicht jeden Tag so, weiß ich nicht. Ja, kann ja... Ich will es ja nicht ausrauben, meine Güte. Ja, aber woher soll ich denn das wissen, so? Sie können ja jetzt auf einmal so ein Messer ziehen und. Gucken und Sie mal meine Hände, ich habe nichts dabei. Wollen Sie mich durchsuchen? Sie können das ja eingesteckt haben, so. Hä? Wollen Sie mich durchsuchen? Ja, was weiß ich, an welchen Orten Sie das versteckt haben? Das will ich gar nicht wissen, so. Ich habe keine. Also, wirklich so bedrohlich? Ja, klar, schauen Sie an mit Ihrer Kagi-Hose, dann dem Oberteil, das porthässlich ist. Na, jetzt hier persönlich, das finde ich jetzt nicht nett. Was? Hässliches Oberteil, das finde ich jetzt aber jetzt das, geht aber ein Sie können weit, ja nichts ne? für das, Sie können ja nichts für das Oberteil so. Ja, aber ich finde es schön. Na, ist ja auch, Schönheit ist ja auch subjektiv so. Ja, ich meine, jeder hat seine Meinung, ne? Aber nicht jeder muss seine Meinung heraustrellern, ne? Ja, wieso nicht? Der Meinungsfreiheit so hier. Ja klar, aber ich sage ja auch so. Nicht, dass sie hässlich sind, nur weil ich weil es meine Meinung ist. Können Sie ja sagen, aber ist mir ja egal so. Ich mach's aber nicht einfach, weil ich... Aber jetzt haben Sie es gesagt so. Ja, aber es ist halt, stimmt halt ja, auch also nicht, ne? Ich bin ja, ich weiß, dass ich wunderschön bin, danke schön. Ja, ne, bitte, sehr gerne. Sehen Sie, ich mache lieber Komplimente und bin nett, anstatt zu sagen, dass irgendwer jemand oder irgendetwas hässlich ist. Ja, aber sehen ich versuche das Positive Sie mal, zu sehen. Schauen Sie mal, aber wenn die Allgemeinheit das hässlich findet zum Beispiel jetzt, sage ich jetzt nicht, dass das so ist. Aber wenn die Allgemeinheit das hässlich findet und sie dann so herumlaufen würden wie ein Clown, wäre es ihnen dann nicht lieber, also unabhängig davon, dass sie das jetzt nicht tun, aber wäre ihnen das nicht lieber, dass ihnen irgendwer sagt, so, das sieht dumm aus? Ja, von Leuten, denen ich vertraue. Aber wenn mir das random Leute sagen, finde ich das fragwürdig. Oder von, so? Sag ich mal, Bekannten. Ja, das weiß ich nicht. Sie vertrauen doch auch auf Studien, so. Das sind doch auch random Leute befragt. Nö, so. Ich vertraue nicht auf Studien. Studien sind mir scheißegal. Vertrauen Sie nicht, oder was? Ich vertraue nur auf Sachen, die ich selber erlebt und erleben kann. Das heißt so zum Beispiel an die Mondlandung glauben Sie dann nicht, oder was? Die interessiert mich ja nicht. Ja, aber das geht ja nicht darum, dass Sie das interessiert, so. Ja doch, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil wenn es passiert ist, schön, wenn nicht passiert ist, ist es mir auch egal, so. Also. Aha, okay. Es endet jetzt hier unten auf der Erde nichts, wenn jemand jetzt hier am Mond einen Furz gelassen hat, ne? Das ändert hier unten auch nichts. Ja, wieso? Ja, was soll das jetzt hier unten ändern? Ja, ist ja was Wichtiges für die Menschheit so. Stellen Sie sich vor, in 20 Jahren mit globaler Erderwärmung können Sie hier nicht mehr leben. Ja, dann bin ich tot. Sie halt auf den Mond ziehen so. In 20 Jahren sind Sie tot. Nee, ich meine... Wie alt sind Sie denn, 80? Nee, ich meinte nur, wenn die Erderwärmung geht, die wird uns dann auch irgendwann umbringen. Ja, aber das können Sie ja nicht wissen, wie schnell das geht. Ja, und auf den Mond ziehen. Da steigt der exponentiell so. Ja, aber dadurch, dass das nicht das einzige Problem ist, was wir... Warum reden wir eigentlich gerade über so ein Thema? Also wirklich, es geht ja viel zu weit in die Politik. Ja, wieso? Sie haben gefragt, was hat das? Ist ja keine Politik, so, das ist... Ja, aber egal. Politik, so. Sie haben mich gefragt, wie es mir geht, so. Ja, ich wollte, wie geht's Ihnen? Das haben Sie immer nicht beantwortet. Ja, dementsprechend schlecht dann, mit globaler Erderwärmung und so. Okay. Kurze Frage, kennen wir uns? Weiß ich nicht, sagen Sie es mir. Wir zwei kennen uns, ja. Danke, Sherlock. Woher soll ich Sie kennen? Ich habe das Gefühl, wir waren nur Arbeitskollegen. Wo haben Sie denn gearbeitet so? Marshall Service? Ja, tatsächlich. Okay, das wird jetzt unangenehm. Wieso?
Weiß ich nicht. Glaube, ich muss mal ganz schnell weg. Ja, wieso ist das bin wieder auf mein Dach. Also ich habe da gekündigt, so deswegen ist ja nicht unangenehm. Ja, ich weiß. Ich bin noch aktiv dort. Ach so. Ja. Deswegen ist es auch ein bisschen unwahrscheinlich. Wieso ist das jetzt unangenehm? Weil ich nicht auf den Namen komme. Heißen Sie McCoy? Ach so, ja. Nein, das ist... Nee. Och, nee, okay. Was denn? Das heißt, Guy ist Ihr Chef, ja? Nö, nicht mehr, ich habe genügt. Achso. So. Und von Ihnen ist das nicht der Chef, oder was? Nicht direkt, das ist ein Vorgesetzter. Also. Chef ist ja, er... Ja, krass. Nicht. Und ist schön dort? Nun. Das hat meine Frage, glaube ich, gut beantwortet. So. Ja, ne? Da, gut, da muss ich ja nichts politisch Unkorrektes sagen jetzt. Super. Wieso arbeiten Sie dort, wenn es scheiße ist? Das habe ich nicht gesagt, dass scheiße ist. Was habe ich jetzt so interpretiert? So? Nö. Also scheiße ist es nicht. Es ist nur anders. Gut ist dann aber auch nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Es ist weder gut noch schlecht. Also. Es ist ein... Dann ist, ja, wenn nicht gut ist, dann ist ja ein Scheißjob so. Jaja, wie gesagt, ne, es ist, Der Scheiße bezahlt wird es auf jeden Fall so. Dafür, dass sie sich in eine Kugel reinwerfen sollen. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Aber nun, das, wie gesagt, ich habe ja... Ist ja jedem eine Beste Science, was an, er richtig. Tut. Nee, also ist jedem Science, wie er und was er tut, ne? Nee, ich verarsche sie doch nur ein bisschen, entschuldige sich. Dafür ja, habe ich dann, sie, dass sie mich verarscht, also... Ich brauche jetzt nicht noch jemanden, der mich hier die ganze Zeit nervt. Oder provoziert. Nervst nicht. So. Das kriege ich jetzt gleich nochmal zu. Ja, haben Sie das gerade gehört? Also das würde ich mir jetzt, nicht gefallen lassen, wenn okay, ich sie super, wäre. Also, weiß danke. Ich nicht. Wow. Das ist irgendwie, warum mir ist jetzt klar, dass du es wieder so ummünzt, ne? Ja gut, dann ich wünsche Ihnen noch was. Ich muss meine Wohnungstür weitersuchen. Ich vergesse immer, wo die ist hier. Ja super, viel Spaß dabei. Viel Glück, hier ist Haus Nummer 20. Ja, ich Richtung weiß, aber... Weniger. Nee, ich bin hier rechts. Das Problem ist, manchmal spinnt dieses Garagentor ein bisschen. Ist so. Naja, ja. Dann viel Glück dabei. Schönen Abend noch. Ja, danke schön. Viel Glück noch auf dem Dach so. Danke. Danke. Ja. War doch mal ein nettes Gespräch, oder? Was denn jetzt? Ja, war also. Wow, also. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ne? Also, du bist... So, hier haben Eis zu uns, sei glücklich. Ne? Sprachlos, wa? Total sprachlos durch einen Eistee. Ja, ne? Ich meine, das ist halt. Kein Eistee-Zitrone. Ja, hab ich nicht. Sehr gut. Hätte ich dir auch wieder gegen den Kopf geworfen. Wow. Das heißt, die Zitrone, was erwartest du? Dass du mir nicht wehtust, das erwarte ich. Tut mir leid, im Wehtun bin ich gut. Provozier es nicht. Was provozieren? Da bist du im Wehtun, bist du gut. Hä? Was? Ja, super. Schau, du weißt nicht mehr selber, was du laberst. Es ist ja auch voll gut, ne? Sorry. I'm sorry. Du provozierst mich sehr. Weißt du das eigentlich? Sorry. Sorry. Hör auf! Sorry! Aber weshalb provoziere ich dich denn? Was provoziere ich dich denn? Du sollst aufhören, die ganze Zeit zu entschuldigen, Mann. Das beantwortet nicht meine Fragen.
Wie, was war deine Frage dann? Auf was ich dich provoziere. Wie, auf was? Was meinst du jetzt? Ja, oder tu, was ich dich provoziere. Was? Weiß ich noch nicht. Das Egal, du hast gerade entwickelt irgendwie. sich. Ja, das entwickelt sich dann dementsprechend. Hä? Jetzt bist du verwirrt. Das war zu viel für dich, oder? Ich habe dich betrunken. Gutes Argument. Right. Uno, boop. Not boost. Wow. Stehst du da jetzt so? Wie stehe ich? Ich stehe aufmerksam. Ich höre dir zu. Ja, erzähl mehr, erzähl mehr. Soll ich lieber so dastehen? Oder Nö. so? Verhindern kann ich dich nicht. Das ist richtig, ja. Oder soll ich so dastehen? Bitte nicht. Oder ist es dir so lieber? Oder ist es dir so lieber? Was tust du da? Oder ist es dir so lieber? Oder so? Du bist doof. Danke, ich weiß. Ganz, ganz doll doof. Danke, ich weiß, dass ich doof bin. Das ist meine Aufgabe hier. Machst du super die Aufgabe. Super, da bin ich ja froh darüber, dass ich hier wenigstens irgendwas kann. Ey, ich muss weiter Sterne zählen hier. So wichtig. Ja, das ist sehr Sterne zählen. wichtig. Ja, es ist wichtig. Mit deiner Sonnenbrille wieder. Was hast du denn gegen meine Sonnenbrille immer? Verbirg deine Augen. Ja, die will auch keiner sehen. Sehe ich Sagt aus wie wer. ein, ja, ich. Ohne Brille sehe ich aus wie ein Blackfisch. Bist fies. Ja, zu mir. Zu Recht aber auch, ne? Nein. Doch. Nein. Doch. Mm-mm. Was Einfach mm-mm. Ja, in welchem Kontext jetzt? Ja. Wow. Du wirst mich. Was? Du wirst mich. Ich verwirr dich? Ja. Du verwirrst mich, gute Dame. Oder soll ich mittlerweile Madame nennen? So, Madame. Madame Natrai, weil du Geburtstag hattest. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Jetzt bist du älter geworden. Muss man dich Ich bin alles. erst 25. Ja und? Queen Ja, Natra. und? Ist der Ohnname, ne? Was? Königin Hibiko Natra. Das ist doch auch mal was, oder? Oder wärst du lieber Wieso bin ich jetzt Kaiserin? auf einmal gar nichts von beiden? Oh, hä? Ein Land regieren ist doch super. Nein, will ich nicht. Willst du das nicht? Warum nicht? Darum nicht.
Viel zu viel Verantwortung. Das heißt, du willst keine Verantwortung haben? Wieso nicht? Ich glaube, du wärst eine super Chefin. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Glaube ich nicht. Wieso glaubst du das nicht? Darum. Du kannst nicht auf jede Frage eine Gegenfrage oder darum sagen. Doch, kann ich. Ich geb's auf. Muss man was trinken, ne? Mach das. Ist was essen. Dann ist was. Oder brauchst du? Ruhig was? Auch. So. Nö. Selbst wenn meine Küche ist unter uns. Ich sorry, wollte nur nett sein, ja? Tut mir leid. Guckst du jetzt so? Einfach so. Kann ich auch. Reich. Wo gehst du hin? Wo bist du? Hi. Was tust du da? Ich bin der König der Welt. Ah! Runtergefallen. Fagisch. Ah, ich bin kein König mehr. Nun. Tut. Ey. Was soll das? Oh. Erstmal da gegen Lach gerannt. Mich. Ey. So. Haltest du mich fest? Und nicht wegrennen kannst. Glaubst du, ich würde wegrennen oder was? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Wieso sollte ich wegrennen? Keine Ahnung. Warum so viele in letzter Zeit kamen? Was? Weil viele was? Haben so viele in letzter Zeit kamen? Weggerannt vor was denn? Vor dir oder was? Ja. Hast du den Angst gemacht oder was? Weiß ich nicht. Keine Sorge, mich wirst du nicht los. Wirklich nicht? Nö. Habe ich zu Janus auch schon gesagt. Ihr zwei werdet mich nicht los. Außer einer von euch oder irgendjemand anders jagt mir eine Kugel in den Kopf. Und das ist eine andere Sache. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. So weit vertraue ich euch zwei schon mal, dass ihr euch nicht gegen mich verschwört und mir dann eine Kugel in den Kopf jagt. Okay. Hört sich sehr überzeugt davon an. Ja, okay.
Sie mir Sorgen machen? Nein. Okay. Tut mir leid. Ibiko? Nein. Hör auf. Was denn? Hör auf, dich zu entschuldigen. Nein. Nein. Bist du auf? Warum bin ich bin. Also ich mache mal echt einen Counter dafür, wie oft du mich doof nennst, ja? Mach das. Mach mal eine Strichliste hier an die Wand. Habe ich jetzt das Anstarren gewonnen? So anstarren. War das Nein, nein. Ich muss. Anstarrwettbewerb oder was? Du hast dich zuerst umgedreht, zumindest. Naja, also gut, dann hast du gewonnen. Willst du einen Keks dafür? Okay, ich habe hier keinen Kompass. Ich kann dir $37 und 12 Cent dafür geben, dass du jetzt gewonnen hast. Nein, du sollst mir nichts geben. Soll ich nicht? Hier ist ein Dollar. Den Dollar wieder zurück. Güte. Wieso? Willst du lieber einen Cent haben? Nein, gar nichts. Bitte hast einen Cent. Das sind 10 Cent. Oder 10 Cent. Geil, lass du behalten. Bist doof. Also wenn du dich weiter drehst, dann kotze ich gleich. Das wäre doof, ne? Wollen wir ja nicht. Dann ja. Mein Hund braucht ein bisschen. Bist doof. So, wie lange wollen wir uns noch anstarren? Nicht. Bis einer aufgibt. Dann gib auf. Nö, ich schau dich gern an. Warum? Willst du Augenkrebs kriegen oder was? Nö, wieso sollte ich denn bekommen? Ja, mir an. Und jetzt? Ja, jetzt bist du blind. Brumm, brumm. Was hat er an? Was? Das Salon, du hast dich weggedreht. Okay, dann gehe ich jetzt.
Das ist ermüdend. Was ist ermüdend? Das hier. Jetzt ins zum Bett gehen. Stehen. Bin ich mal überlegen, ja. Wenn du ins Bett willst, ich halte dich nicht davon ab. Aber es ist doch früh. Musst du wissen, wenn wir die Entscheidung nicht abnehmen. Aber wir können uns hin, wir können uns hinlegen. Oh. Hinlegen bist du schnell. Ja, ne? Schnell und doof. Super. Ja, irgendwas muss ich ja sein, ne? Mensch und doof. Ja, sehr doof. Super. Sehr, sehr doof. Low, 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 low. Nun, mein Tattoo juckt. Hast du dich mittlerweile entschieden, ob du in die Farm oder Friseurin werden willst? Es hat mir noch keiner das Go gegeben. Ja, aber wenn du dich entscheiden könntest, wo willst du hin, wenn beide ja sagen? Ich glaube, Friseur. Friseur? Super. Bei Atkins oder woanders? Bei Atkins, ja. Dann kann ich dir beruflich in den Haaren rumfummeln. Super. Machst du das so gerne oder was? Schon. Nun. Dann buche ich bei dir Massagen, dann musst du mich massieren. Aber nur in den Kopf. Ist das so? Krieg ich keine Fußmassage von dir? Nein. Wieso? Warum? Recht. Ich würde sagen, ich stinke oder was?
Hab dich gern. Ich dich auch. Back on my bed again, back for me. So wie deine Maida. Danke, danke, wie du warst. Schläfst du eh nicht gleich ein? Nicht mehr. Was? Nicht mehr, nein. Nicht mehr, bist nicht mehr müde. Mm-mm. Super. Bist du denn schon müde? Nö. Gar nicht. Gar nicht. Nee. Genieß einfach gerade es hier zu liegen. Ich auch.
Darf der ACLS eigentlich Motorräder reparieren? Glaube nicht, nein. Ich weiß es nicht. Aber nur die, beziehungsweise ACLS und Flywheels und bla bla bla, können abschleppen, aber die dürfen es nicht reparieren. Weil Two Wheels und Eagle Motors können ja schleppen halt nicht ab. Also. Kannst ja den Abschlepper sagen, er bringt es zu der und der Werkstatt. Ja, aber es, wenn ich, wird es einfacher Könnte es finden, auch wenn. theoretisch, du könntest theoretisch auch ein Auto von Bennys abschleppen lassen, aber sagen, hey, fahr das zu Ben, zu ACLS, wenn es kaputt ist. Nun. Ich bin vor jetzt runtergefahren. Ich habe keine Lust, dass ich mich bewege. Kleine, bist du noch da hier? Heute ist aber was los hier am Highway. Hast du eine Party ausgeschrieben oder so? Habe ich nicht. Willst du den anderen Nachbar auch kennenlernen? Nein. Nicht, wieso nicht? Wirklich nicht. Wirklich nicht. Kann gut Gespräche anfangen. Ja, merke ich. Ja, ne? Der eine hat mich zwar beleidigt, aber egal, ne? Du kennst ihn jetzt mittlerweile. Ist doch auch gut. Fand den schon vorher. Du hast mir gesagt, du kennst den deinen Nachbarn nicht. Ich wusste nicht, dass er mein Nachbar ist.
Vielleicht kennst du deinen Nachbar auch. Willst du es herausfinden? Nein, das hat mir gerade schon gereicht. Wieso? War ich dir peinlich? Nein. Weil ich will einfach nur gerade hier mit dir liegen bleiben. Okay. Aufhalten kann ich dich nicht, wenn du die immer kennenlernen willst. Nicht meine Nachbarn. Ich muss keine neuen Menschen kennenlernen. Nein, so. Ja, vielleicht könnt ihr dann mal irgendwann eine Grillparty veranstalten hier, wenn ihr euch alle kennenlernt. Dann ist vielleicht Anitra Darüber kann Franklin ich auch nicht. dabei. Ich glaube, ich kenne deutlich bessere Sachen, die mir mehr gefallen würden. Ist das so? Und was? Alleine auf einem Dach Alkohol trinken? Zum Beispiel. Das oder mit dir hier liegen? Super. Aber du hast ja gesagt, du trinkst nicht mehr alleine. Das ist doch schon mal gut. Weiß nicht, was was. Ich Was weg? du dich wegbewegst. Nun. Was okay. Kann ich. Ey, was? Mir auf dich drauflegen oder was? Nö. Was das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Was machst du da jetzt? Schau dir zu, wie du liegst. Was? Wow, Schau dir beim danke. Liegen zu. No, fuck you. Lass Oha. ich nicht zu. What fuck you gesehen? Nee, nicht nett. Sorry. I'm sorry. Also, warum fuck you? Was ist also? Was ist das denn für ein Geräusch? Ist das ein Propellerflugzeug? Was denn? Was hörst du denn? Ich glaube, du hast zu viel getrunken. Ich. Gehst du denn jetzt hin?
Was tust du denn jetzt? Ja, nicht runter. Ich wollte nicht runter. Warum springst du denn runter? Ich bin über die Kante gestolpert. Oh, hast du dir weh getan? Nö. Ei, ei. Und du, ei, ei. Halt, stopp, das darf nur ich. Frech. Einfach frech. Alles gut? Ja, mega. Ich habe gerade ein schweres Sushi in der Tasche. Warte. Soll ich dir was abnehmen? Nee, alles gut. Hab schon geregelt. Also ich dachte eigentlich gerade so, hey, man kann sich ja mal wieder da vorne hinlegen. Und was ist da? Chillen hat irgendwelche am Strand. Ja, lass mal gucken gehen. Lass das Date crashen, da bin ich dabei, ey, da sehe ich mich. Renn hin, dreht den Typen um und renn wieder zurück. Ich halte die Haustür offen. Ich überlege gerade, wie ich das machen soll. Sag einfach schöne Grüße von Hibikunatra. Ey, mach mal nicht. Fällt den einen hier einfach vor meiner Haustür, das zu. Hör auf, du! Auf! Hallo! Hey denn? Arme runter, Junge. Was denn? Nee, hey, nee. Was denn? Nee. Was hast du denn jetzt? Nee. Was nee? Ach nee. Was nee? Ach nee. Oh, schmollst du jetzt? Ja. Oh, tut mir fast leid. Schön. Schön, ja. Mega. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Alter, hör auf drauf zu gucken jetzt. Du wirst schon noch eine Antwort kriegen. Schluckauf. Oh. Ein kleines Schluckauf hat die Dame. Gibt bald neue Wohnung von der Dynasty, ne? Schön. Willst du umziehen oder was? Weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber es klingt interessant. Besonders der Wohnungsstil sieht sehr schön aus. Wo haben die das gepostet? Auf Venture? Nicht ganz. Man kann den Wohnungsstil bei einem Video in der Vorschau sehen. Ey, guck mir jetzt kein Video an. Man muss ja nicht das ganze, Video anschauen, aber da sieht man es halt in der Vorschau. Aber wahrscheinlich, kostet es auch wieder $200 die Nacht oder die Miete halt. Wahrscheinlich.
Also kommt das schon mal nicht in Frage, da ich bald Insolvenz anmelden kann. Und so weitergeht. Musst du mehr arbeiten? Nö. Willst du jetzt die ganze Zeit stehen bleiben oder was? Ich weiß nicht. Soll ich denn sonst machen? Weißt du was? Was weiß ich? Du bist doof. Ist das so? Soll ich ja Ja. fast zum ersten Mal. Was guckst du jetzt so? Nichts. Hm. Bist doof. Ich weiß. Sehr schön. Wieso haltest du mich immer fest? Hey. Ich will, dass es weg ist. Geh schon nicht weg. Solange du mir keinen Grund dazu gibst, gehe ich nicht weg. Oder solange du nicht sagst, dass ich gehen soll. Jetzt geht das Anstand los, oder was? Ich weiß nicht, was willst du? Super, keine Ahnung. So, ich schaue einfach in die andere Richtung, dann schleiche ich dich nicht an. Ist das besser? Wow. Tut mir leid. Alter, ne? Auf jetzt mit dem, tut mir leid, ey. Es tut mir leid. Was denn? Was tut dir denn leid? Alles. Ja, was alles? Alles. Das beantwortet meine Frage nicht. Doch. Nee. Di 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 di
Findest du mein Oberteil auch hässlich? Nein. Wann macht Up to Date auf? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich zu Bett gehen. Okay. Was machst du jetzt noch? Weiß ich nicht. Kann ich auch nach Hause fahren? Ja, also, wenn du ins Bett willst, dann. Ja, ich gehe ja schon. Ja, es ist. Du willst ins Bett? Und du willst fahren. Das war. Ich muss ja nach Hause irgendwie. Musst du nicht. Oh, ja. Was muss ich nicht? Hier draußen schlafen oder was? Musst du auch nicht. Ja, was soll ich sonst tun? Komm gut nach Hause. Ja. Und danke nochmal. Sehr gerne. Und trink nicht mehr alleine. Zumindest nicht so Ich nicht. viel. Super. Gut, dann schlaf gut und bis morgen oder so. Bis die Tage. Jo. Dann ciao. Gute Nacht.
Hat sie mir da irgendwie... So, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Stream gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch morgen beim Stream. Heute war es nur ein kurzer Stream. Aber ja, ne, man muss ja nicht jeden Tag 7 Stunden streamen. Dann danke ich euch fürs Dabeisein, wie gesagt, und schlaf gut und ciao.